herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Maraya von Maraya Loves Paper und ich habe euch heute was Kleines mitgebracht, ein Quickie. Ich weiß, Jutta von Funkelkram hat auch gerade so ein Video gemacht, wie man ganz schnell, ganz fix ein Büchlein, ein Journal oder ein Fake-Journal machen kann. Und ja, ich habe hier zwei Schmalspur-Journals mitgebracht, die nicht ganz so ausdekoriert sind, wie ich das normalerweise tue. Und hier auch ein Fake-Journal. Das wollte ich euch mal ganz fix zeigen, weil ich hatte nämlich vor Weihnachten nicht so richtig viel Zeit, wie ich mir die eigentlich hätte nehmen wollen. Da sind so ein paar Sachen dazwischen gekommen. Unter anderem war ich auch zwei Wochen richtig, richtig fies krank. Und ja, trotzdem steht Weihnachten vor der Tür und das kann man ja schlecht verschieben. Dann möchte man nämlich auch hier ja schöne Sachen verschenken und ja selbstgemachte Sachen, wenn möglich. Und das zeige ich euch jetzt, was ich hier so gezaubert habe. Einmal ein kleines Quickie-Flip-Through durch schnelle Journals. So, und zwar habe ich hier einer ganz lieben Person ein Journal gemacht. Das hat auch Schluss. Noch so ein schönen Herzcharme gehabt, beziehungsweise ein richtiges Kettenelement. Und das Büchlein habe ich, wie ihr seht, mit Buchseiten beklebt und mit Mod Podge. Habe eine versteckte Bindung gemacht. Und habe hier ein schönes Shirt von mir zerschnitten. Also schön. Es war schon ein bisschen angeribbelt an den Ärmeln. Und jetzt dient es diesem schönen Altrosa hier noch als Journal-Verschönerung. Genau, so ein paar Die-Cuts von Stamperia hier. Und das ist natürlich, wie man jetzt hier so erkennen kann, das ist eine Katzenliebhaberin, die dieses Büchlein bekommt. Hier habe ich meine kleine Was ist ein Junk-Journal-Erklärung mit drin. Und insgesamt habe ich hier in dem Büchlein ja, alte Papiere und Designpapiere verwendet. Ich habe hier nicht großartig mit Taschen gearbeitet oder ähnlichem. Ich habe gestempelt, ich habe diverse Die-Cuts und ja, Sachen von Stamperia reingepackt und die schönen Katzenstempel von Funkelkram. Die finde ich so süß. Hier ein bisschen Löschpapier auch genommen und Buchseiten. Dadurch. Hier habe ich tatsächlich mal so einen kleinen Side-Tag oder Corner-Tag gemacht. Stempel. Also das ist jetzt hier einmal quick durchgeblättert. Was habe ich hier gemacht? Ich habe wirklich ganz viel Schreibpapier gelassen. Hier und da so ein kleines Element mit reingepackt. Kleinen Tag. Hier damit so ein Buchschnipsel, so ein Buchlesezeichen. Und von Action hier ein bisschen Designpapier. Hier wieder Stamperia-Elemente. Und einfach, also mir war wichtig, viel, viel Platz zum Schreiben. Und ich hatte natürlich auch nicht so viel Zeit, noch großartig zu dekorieren, hier irgendwelche Ausklappelemente zu machen. Das ist jetzt dieses Jahr irgendwie ein bisschen anders gelaufen, als ich mir das so vorgestellt habe. Hier haben wir noch eine kleine Tasche. Hier hätte ich nochmal ein bisschen distressen können. Aber manchmal, wenn es dann schnell geht, dann einfach schnell, ne? Dann vergisst man auch mal hier und da was zu distressen. Hier kommen wir zu dem Fake Journal. Stimme ist noch nicht ganz wieder auf dem Gang. Dieses Fake Journal, werdet ihr gleich sehen, warum es ein Fake Journal ist. Stamperia Papier, alte Buchseiten. Ich habe hier diese super schönen Charms, die habe ich auch von Funkelkram. Bisschen, ja, wie heißt das Zeug? Na? Ach ja. Ihr wisst, was ich meine. Ich komme gleich drauf. Aber ja, hier ist der Imperial Die Cuts dazu. Und dieses wunderschöne Papier. Und wenn ihr das seht, ich habe da wirklich so mit Mod Podge richtig schön die Pinselstriche gerade gemacht. Und das gibt so eine richtig schöne Textur. Und das ist dann sehr, robust. Erstmal robust. Ganz einfacher Verschluss. Und dann ist auch wirklich Platz, hier was zu schreiben. Das ist einfach mit Gummiband gemacht. Da kann man einfach schreiben, was reinpacken. So, hier habe ich auch so einfach noch ein kleines Kärtchen mit reingesteckt. Zu dem Kätzchen. Haben wir da ein temporäres Kätzchen. Ja, und jetzt seht ihr, warum es ein Fake-Journal ist. Das hier ist eigentlich ein altes Notizbuch. Und ich habe die Seiten gefärbt und also die Kanten hier gefärbt. Und habe hier überall Stempel drin verteilt und kleine Die-Cuts und ja, ähnlich wie bei dem Journal eben auch wieder hier so einen kleinen Tag mit reingesteckt.
Katzenpfötchen, auch das hier, ihr ahnt es, geht an eine Katzenliebhaberin. Ja. Kleines Lesezeichen mit Glöckchen. Geht an eine liebe Katzenliebhaberin. Und hier finden sich überall kleine Kätzchen. Ich habe hier wirklich nicht viel weiter dekoriert und viel weiter getüdelt. Hinten findet sich nochmal eine Tasche, ein Die Cut. Und hier nochmal zwei Kärtchen. Das ist hier die ganze Herrlichkeit bei dem Fake Journal oder ich nenne es immer Junk Journal Notizbuch, weil es halt wirklich für Notizen ist. Also, was heißt für Notizen? Also ein Junk Journal ist auch für Notizen, aber das hier ist, sag mal, ein geradliniges Notizbuch, was man ein bisschen Junk Journalig fein gemacht hat. Ich nenne es jetzt einfach mal so. So, das ist die zweite im Bunde. Das dritte im Bunde. Das hier ist wieder ein richtiges Junk Journal, aber auch wieder ein bisschen schmaler gemacht, also schmaler dekoriert, als ich das normalerweise tue. Einfach, weil ich auch ja das sehr spontan angefangen habe und nicht die mega Zeit hatte, jetzt wirklich hier ein vollumfassendes Junk Journal zu machen, weil, also wer die Videos von Jutta verfolgt, sie spricht auch öfter davon, dass es einfach so 30, 40 Stunden braucht, ein richtiges Junk Journal zu machen. Da gebe ich hier absolut recht. Und so ein, sag mal, schmaleres, ja klar, es dauert auch Zeit, es macht auch Arbeit, aber das ist weit weniger als 30, 40 Stunden. Das hatte ich jetzt auch gar nicht mehr geschafft vor Weihnachten. Genau. Stamperia, Lady Vagabond und auch von Sir Vagabond hatte ich hier noch was mit drin. Die Cuts. Ich habe hier einen Stretch Jeans Stoff genommen. Mein Katzenname ist schon drauf verewigt. Stretch Jeans Stoff als, sag mal, Rücken und hier das Einnähen versteckt. Hier haben wir auch wieder, jetzt das hier ist aus dem Sleeping Beauty Set. Aber ich fand, das passt einfach irgendwie zusammen. Und das ist für eine Freundin, die ja jetzt einfach eine schwere Zeit hat und da jetzt, sag mal, ein bisschen länger quasi ans Bett gefesselt sein wird oder mindestens nicht rausgehen wird. Und da braucht man ja ein bisschen was zu tun. Und erstmal haben wir hier so ein bisschen Uhren für die Zeit, ne? Dann kann man sich Zeit nehmen und jetzt einfach in dem Buch stöbern und arbeiten. Ich hoffe einfach, dass sie sich, ja guck mal, Maria ist sie nicht. Ich hoffe einfach, dass sie da Spaß dran hat. Hier ist die Junk Journal Erklärung wieder drin. Und ja, so ein paar Anregungen einfach, ne? Also hier so ein kleiner Tag, da ist gar nicht viel drauf, ne? Also da sind nur einfach kleine süße Sachen. Und die man einfach benutzen kann. Also hier habe ich zum Beispiel so einen Mini-Blog gemacht. Ne? So ein, der ist nicht so zum Abreißen, der ist einfach zum Notizen machen. Und einfach, ich wollte ein schnelles, feines Journal machen mit kleinen, süßen Anregungen und zum ganz viel weiter basteln. Ja, und das und schreiben vor allen Dingen. So, hier habe ich ein bisschen leider geschmiert mit Stempelfarbe, aber da kann man bestimmt noch was drüber machen. Ist ja ein Junk Journal, ne? Das ist ja nicht so wild. Genau, auch wieder eine Katzenliebhaberin. Nicht, dass ihr euch wundert, ich habe mal Katzenstempel. Ich habe auch andere Stempel. Also hier habe ich ein bisschen schöne Sachen von einem Edith Holden-Buch mit reingepackt. Ich habe hier auch nicht jedes Täschchen irgendwie dekoriert, weil ich festgestellt habe, ich habe sehr viele Taschen hier reingepackt. Von Tax und Co. hier auch wieder so einen schönen Tag. Und im ganzen Journal finden sich Täschchen, Tags, Stempel. Ja. Der hätte ein bisschen besser gelingen können. Ich glaube, ich brauche mal so ein Stempelbrett. Ja. Oh, hier klein und fein. Hier haben wir nochmal so einen Block. Hier habe ich einen Block gemacht mit ja, Atlas-Seiten. Ne? Und ich habe einen Atlas, der hat nur, ist nur auf einer Seite bedruckt. Warum auch immer. Das heißt, man hat immer die Möglichkeit, jeweils die andere Seite zu benutzen und zu schreiben. Ja, mit Schleifchen, ganz klar. Und hier habe ich so eine Tasche, wo man das so seitlich reinpacken kann, gemacht. Jo, so, wie geht's denn hier weiter? Altes Kochbuch, das Kochbuch ist so geil. Diese Seiten haben richtig Spaß. Eine Karte, so noch nichts drauf, da kann man auch weiter basteln. Ich fand diese Farben so toll. Ja, schön Herbstfarben. Leuchtend. Hier haben wir wieder eine Tasche. Katzenstempel. Hier ist so eine Dreiertasche. Ja. Müsste ich noch mal was reinpacken in die dritte. Ist auf jeden Fall Platz.
So, hier haben wir wieder die Holenseite. Diesmal habe ich sie gefaltet. Und hier einfach reingesteckt, dass sie so ein bisschen rausschaut. Und mein altes Lateinheft oder Buch, musste man glauben. Aber da kommen schöne Seiten raus, also die kann man gut mal einpacken. So, hier haben wir wieder ein bisschen Edith Holden mit diesem schönen Augustbild. Das gefällt mir total gut, das sind so beruhigende Farben. So, Stempelchen, Tortenspitze, hier was zum Ausmalen. Und einfach, und selbst wenn man mit einem Kuli da noch kleine Förmchen reinkritzelt oder sowas, man kann damit was anfangen. Also wie gesagt, ich muss euch jetzt nicht jede Seite vorbeten. Hier mal noch ein schönes Boot auf dem stillen See. Hier ist eine leere Tasche, da kann man sich auch noch was ausdenken, was man da reinpacken möchte. Und hier wieder eine Edith Holden Juni mit schönen Schmetterlingen. Ach, hier ist noch ein Schnipselchen frei fliegend. Vom Gänseblümchen ein Schnipselchen, das muss ja noch irgendwie einkleben. So. Ja, hier haben wir noch so Seitentaschen. Da habe ich jetzt mal nichts reingesteckt. Hier haben wir eine Edith Holden Seite. Ja, ich habe ein Buch geschlachtet. Ich habe aber eins für mich behalten, was ich auf jeden Fall in Ehren halte, weil die Edith Holden, die hat so schöne Sachen geschrieben und so tolle Zeichnungen gemacht. Hier mal wieder eine Karte zum Ausmalen. Ja, mit so einem kleinen, ich weiß gar nicht, ist das schräge denn auch ein Bellyband? Keine Ahnung. So, und hier hinten haben wir noch Täschchen. Und ja, wieder eine schöne Postkarte. Na, komm schon. Und hier noch ein kleines Stückchen Briefpapier. Ja, und ich habe auch ganz wenig Spitze genommen. Ich habe einfach nur so ein bisschen Spitze hier an den Rand. Das fand ich so passend innen. Außen das Blau und das Braun. Ich finde, das passt sich schön und fein. Das ist dann einfach, ja, ein... Für mich Schmalspur Junk Journal, also jetzt nicht so mit mega versteckten Sachen und Ausklappelementen und so weiter. Dafür hätte ich in der Tat länger gebraucht. So, und das werde ich jetzt verpacken, beziehungsweise noch ein, zwei Sachen einkleben und es dann verpacken. Und dann geht es auch gleich zu seiner neuen Besitzerin. Und sie wird es dann hoffentlich unterm Weihnachtsbaum auspacken. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Quickie, mit meinen drei Schätzchen hier. Die alle jetzt ihre neuen Besitzerinnen, sind das alle, zu den neuen Besitzerinnen, fliegen werden. Ja, sagt mir gerne mal, was ihr davon haltet, von so einem Quickie-Junk-Journal-Geschenk-Buch, was auch immer. Ja, was macht ihr denn, wenn ihr schnell mal eben ein Geschenk braucht? Ich meine, schnell mal eben, ein paar Stunden brauchst du schon für jedes Buch hier, aber es ist ja trotzdem im Gegensatz zum normalen Journal schnell mal eben. Ja, ich wäre total interessiert daran, was ihr denn so macht an meiner Stelle. Oder ob ihr selbst auch schon mal so in Geschenkenot geraten seid, dass ihr mal wirklich von einem Tag auf den nächsten Geschenk brauchtet. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen vierten Advent. Wobei, gehabt zu haben, weil dieses Video wird am Mittwoch rauskommen, dann ist der heutige vierte Advent schon Geschichte. Ja, und ich sag mal so, bis demnächst in diesem Kino.